So, hallo, ich begrüße euch zum vielleicht, ich bin jetzt ganz vorsichtig mit meinen Ankündigungen, vielleicht letzten Part von Super Mario Bros. Wonders. Denn wir haben alle Aufsteller, wir haben alle Wundersamen, wir haben alle Zehnermünzen. Es bleibt nur noch dieses Bowser-Level. Die Frage ist nur folgende. Woher kommen die letzten 5 Anstecker? Und warum ist die Spezialwelt nicht abgehakt? Ich habe überall einen grünen Haken hier in den Leveln. Aber das ist so, als würde ein ganzes Level noch fehlen. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen. Alles, was wir wissen, ist, hier ist das Finale. Der letzte Kampf. Bowsers Finale. Wir gehen rein und lassen uns überraschen, was auf uns zukommt. So machen wir es. So machen wir es. Oh. Nicht mit dem Chatantrieb. Definitiv nicht mit dem Chatantrieb. Ach, gucke mal. Da taucht direkt Bowser Jr. auf. Hahaha, toll, ihr seid ja richtig weit gekommen, aber das ist egal, denn jetzt ist Schluss mit Spielchen. Ich habe einen Platz in der ersten Reihe für Papas großes Finale. Und ihr ruiniert mir das nicht, jetzt werdet ihr sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super mega extra cooles Wunder. Ein Scrolling-Level, ja Mensch. Aber ohne lila Münzen. Ich muss einfach nur durchspielen. Aber noch langsamer kann es auch nicht. Oh, wenn ich hier sterbe, ne? Wenn ich hier gleich irgendwann sterbe, es ist so langsam. Es scrollt so langsam. Oh mein Gott. Oh, die killt mich instant. Okay, ich dachte, ich komme da vielleicht drüber. Aber die killt mir. Aber guck mal, jetzt muss ich hier jedes Mal warten. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust, ne? Ich habe jetzt schon keine Lust, das jedes Mal neu zu spielen. Warum macht man sowas? Komme ich jetzt so vielleicht da drüber? Ja, easy. Okay. Hallo. Wir gehen da rein mal. Das schien doch ganz gut. Ja, jetzt geht's hier aber los. Ey, ich hoffe, es ist nicht nur jetzt Scrolling. Wenn das jetzt die... Weil guck mal, das muss ich alles nachmachen, wenn ich jetzt irgendwann sterbe, weil ich halt nicht weiß, wie das Level aufgebaut ist. Aber ich bin da so kein Fan von, ne? Kommt zurecht, ja, alles gut. Aber ich hoffe, wir kriegen bald einen neuen Abschnitt. Ich hoffe, wir kriegen gleich einen neuen Abschnitt, wo ich dann normal spielen kann, ohne dass es so scrollingartig ist.
Weil das Ding ist, wie gesagt, wenn ich jetzt sterbe und ich habe hier so viele Stellen, in denen ich instant sterben kann, na? Okay. Und sobald ich jetzt dieses Ding berühre, bin ich auch wieder tot. Das ist doch so eine typische Lava-Stelle. Okay. Das sieht soweit gut aus. Kriegen wir einen Checkpoint? Oh, nee. Nee, 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 Freunde. Oh, nee. Können wir bitte nicht. Checkpoint. Danke. Oh, ich hätte keine Lust, das alles nochmal neu zu spielen, ne? Und jetzt bewegen wir uns nämlich hier normal. Oh, ich verstehe. Okay. Immer schön weiter. Okay, ist das die Arena des finalen Kampfes? Ja, hier taucht er auf. Hi. Uahahaha. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid ihr bereit, unter meinen brennenden Beats dahin zu schmelzen? Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Bowsers Finale. Und los geht's. Uahahaha. Ja, du hast die Beats drauf. Alles gut, Kollege. Aber ich habe auch die Beats drauf, Kollege. Siehst du? Und jetzt wieder du. Okay. Okay. Ja, im Moment kann ich nichts tun, ne? Oh, Elefant, okay. Ja, habe ich jetzt nicht bekommen. Sollte dann wohl nicht sein. Okay. So weit, so gut. Ins Gesicht. Und jetzt, okay, du da nicht mehr. Okay, jetzt kommt wieder hier Viecher. Wieder ausweichen jetzt erstmal, ne? Okay, Blasenblume. Gibt die was? Oh ja, die sammelt die Dinger ein. Aber die große nicht, ne? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ja.
Sehr schön. Vierte Hand. Natürlich. Ah, daneben. Es ist schon ganz cool gemacht, aber relativ simpel, ne? Ach, komm schon. Vor allem, ich muss jetzt ja nur ihn treffen und nicht die Hände. Ups. Ah, daneben. So. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, wir müssen oben drauf, okay. Schön oben drauf bleiben. Ach, komm schon. Ja, das war doof. Dich. Ciao. Okay, war's das? Okay. Nein. Oder doch? Oder nicht? This is not even my final form. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das war's. Yay. Alle Königssamen sind wieder vereint. Alle sieben Stück. Doch, sieben sind. Passt schon, sieben sind's. Da ist es weg, das Bowser-Schloss. Ich muss aber sagen, es war jetzt schon ein einfacher Final Boss. Aber ist okay, warum nicht? Dafür war die Spezialwelt schwierig, das Ende. Yay. Aber was ist mit den 5 Absteckern? Ich komme nicht drauf klar, dass mir noch viele Abstecker fehlen. Wie kriege ich die? Okay.
Ah, die Credits werden jetzt, kann ich jetzt wahrscheinlich spielen, ne? Ja. Okay, wir versuchen mal alles zu bekommen. Vielleicht kann man da auch was freischalten. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich werde es jetzt schon versauen. Ja, noch sieht's gut aus. Ich glaube, noch habe ich alles, oder? Ich glaube, noch habe ich alles, ja. 44. Nein, 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 nein. Oh, nee. Okay, im Wasser kriege ich jetzt... Okay, im Wasser habe ich keine Ahnung, wie ich an alles rankommen soll. Oh, im Wasser werde ich eben... Im Wasser verliere ich einige. Nein, bleib hier. Oh Gott. Oh, ich verliere so viele. Nein! Komm her. 96 Stück haben wir bisher. What the heck? Ach, jetzt laufe ich hier so längs. Ja, da habe ich auch wieder, da habe ich jetzt auch einige ausgelassen. Okay, 137. Ist aber noch nicht vorbei. Okay. Gut, dass man hier nicht sterben kann. Ich wäre längst tot. Alter, 200 gleich. Nein, ich verliere so viele. Oh nee. Aber das war nicht gut. Nein, da bleibt schon einer liegen. Ah, verdammt. Ach Gott, ey. Okay. Entspannter Abschnitt. Ja, das war's mit entspannt. Ja, der ist weg. Den kriege ich nie wieder. Nee, da komme ich nicht ran. Sobald Wasser dabei ist, ist vorbei. Ja, das ist jetzt immer noch wie Wasser. Sieht nur anders aus. Ja, die Soundmap ist weg. Ah, nee, ich habe die Soundmap noch bekommen. Okay. 314. Also sollte man was bekommen, wenn man hier alle sammelt? Nein. Real Talk? Nein, das schaffe ich nicht. Und das dauert mir auch zu lange. Vor allem... Imagine, ich hätte bis jetzt alle und jetzt mache ich einen Fehler. So, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Nee, also wenn man hierfür was bekommt, sorry, mache ich nicht. Sage ich jetzt schon. Wenn man hier alle sammeln muss, bin ich raus. Das kann keiner erwarten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Möglich ist es bestimmt. Aber das würde ich nicht tun. 362, okay. Aber ich hoffe mal, es ist einfach nur für einen persönlichen Rekord so. Ja. Absturz. Medetashi, medetashi.
Und sie lebten glücklich und zufrieden bis zum nächsten Spiel, wo Bowser wieder austickt. Ende. Okay. Okay, ich habe 5 Medaillen für Spiel beendet jetzt noch zusätzlich. Die Level, die du noch nicht gefunden hast, werden nun als Fragezeichen auf der Levelübersicht angezeigt. Och, geh heim. Ach nee, Abzeichen, nicht Aufsteller. Abzeichen. Ich dachte schon. Superfinaltest, Abzeichenparade. Okay, da gibt's doch noch ein Level, alles klar. Deswegen ist die Spezialwelt nicht abgehackt gewesen. Gut. Aber es muss mehr Wundersamen und 10er Blumenmünzen geben, die wir bisher noch nicht gefunden haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Ja, also mir wurde ja gesagt, ich habe alles, ne, Kollege? Aber guck mal, jetzt ist das hier auch nicht mehr ab. Jetzt ist das hier, jetzt hat das hier keinen Haken mehr. Ah, weil der Laden jetzt neue Abzeichen hat. Durchgängig Elefant, durchgängig Feuer, durchgängig Seifenblase, durchgängig Bohrer. Ja, das sind schon mal 400 Blütenmünzen. Also das sind schon mal die Dinger hier. Die Dinger hier. Hier gibt's nur 2 Plätze, hä? Oder die passen da, oder die kommen dann hier noch mit hin. Das kann natürlich auch sein. Und einer fehlt hier noch. Aber das hier könnte jetzt ein Abzeichen sein, was in der Spezialwelt dann kommt. Na? Wölkchengebirge ist auch noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, das ist wieder der Laden da hinten. Ja, und beide Läden haben jetzt halt diese 400 Münzen, Blütenmünzen-Dinger. Das ist jetzt halt überall das Gleiche. Ja, na, das sind die gibt's jetzt überall. Aber ich werde jetzt nicht nochmal 400 Blütenmünzen grinden. Okay, aber deswegen ist jetzt keine Welt mehr abgeschlossen, weil überall das Ding fehlt. Aber das ist alles, was fehlt, richtig? Wir haben sonst kein Fragezeichen irgendwo, ne? Ja, wir müssen lediglich in die Spezialwelt nochmal. Alle anderen Level hatte ich gefunden. Ja, das ist wieder das hier, der Laden. Und das ist jetzt auch nicht mehr abgehakt, weil der Laden, ja. Ja. Und jetzt in der Spezialwelt gibt es ein neues Level. Ja gut, dann müssen wir da hin. Und wo ist es jetzt? Ist es hier oben? Ah ja. Okay. Ja dann, let's go. Super Finaltest, Abzeichenparade. Ich bin gespannt. Ja, jetzt sucht er mir natürlich selber meine Abzeichen raus. So, ich bin hier.
Oh, das wird jetzt richtig Krise, ne? Aber solange es kein Scrolling ist, nehme ich alles. Okay, wie soll ich dem ausweichen? Das müssen wir noch lernen. Okay, so weit, so gut. Es gibt aber wieder 10er-Münzen. Okay. Ich hoffe, ich habe noch keine verpasst. So, das ist jetzt der Ding. Ja, okay. Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so gut geht, wie ich das vorhabe. Okay. So, jetzt muss ich aber irgendwie lernen. Ups. Jetzt muss ich irgendwie lernen, da unbeschadet durchzukommen. Denn das wird wieder ein Level ohne Checkpoint sein, ne? Das muss ich jetzt am Stück schaffen. Uiuiui. Hier hatten wir vorhin Probleme, dass ich nicht... Ja, okay, so kann ich das machen. Gut, so kann ich ausweichen. Ja, Bruder. Ja, gut. Ja, gut. So, wie mache ich das jetzt ohne Blume? Ah, schon mit einer... Okay, mit einer Stampfattacke. Die muss ich jetzt vorne dann auch einsetzen hier. Ja, ich verstehe. Bruder! Das war knapp. Okay, aber den haben wir geschafft. Next. Der Delfin. Kurz lernen wieder, wie das ging. Okay. Bruder! Oh mein Gott! Zu langsam? Ich habe es gefühlt, ich war zu langsam. Okay, wir haben einiges gelernt. Wir wissen, wie der Anfang geht. Wir wissen, wie der zweite Teil geht. Das war nicht so gut. Ach, komm schon. Das ist irgendwie ziemlicher Zufall, wie man die Dinger erwischt, ne? Aber wir haben noch keine einzige... Ich bin total beunruhigt wegen den Dingern, ne? Ich glaube, ich muss darüber für die lila Münze. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, ich muss darüber für die lila Münze. Kann doch nicht sein, dass ich die komplett schon übersehen habe. Das erzählt mir doch keiner. Ich meine, hier kann ich ja nirgendwo anders hin. So, das ist ja klar. Ich muss ja die Dinger auslösen. Na? Ja, ey, wie soll man das denn machen, wenn man das so komisch trifft?
Okay. Ja, wir lassen es mal. Aber dass ich halt hier auch keine Lila-Münze gefunden habe, hat mich etwas beunruhigt. Muss ich gestehen. Ich bin gesprungen, ich schwöre. So, aber wir machen es jetzt so, jedes Mal, ja. Jedes Mal, wenn ich schon einen Treffer kassiert habe, das sollte eigentlich jetzt keine Demonstration sein, aber es ist halt passiert. Aber jedes Mal, wenn ich schon einen Treffer kassiert habe, werde ich da unten einmal versuchen, nach drüben. Weil die Dinger hier, wozu sind die da? Die behindern mich ja von oben überhaupt nicht. Ne, hier ist nichts. Ah, die sind, irritiert mich total, dass die da sind, ne? Weil die stören halt nicht. Ich dachte halt, vielleicht ist da eine lila Münze versteckt oder so, aber nee, da ist nichts. Für was sind die dann da? Ja, wie soll ich dem denn ausweichen? Guck mal, ich komme doch da gar nicht in die Nähe von denen. Also ich verstehe nicht, was die da zu suchen haben. Oh, no. Wozu sind die da? Ich verstehe den. Ich verstehe deren Existenz nicht. Was soll's? Einbar haben sie mit dem, was ich vorhabe, nichts zu tun. Von daher. Gut, wir kommen mal wieder unbeschadet in die zweite Stage. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Boah, da muss man echt schnell sein, sonst erwischt man das nicht, ne? Kritischer Hase. Ja, aber bis hierhin... Nee, gab's noch keine Möglichkeit. So, da muss ich jetzt echt gut timen, die Geschichte hier. Okay, boah, Bruder. Stopp, lang. Oh Gott. Okay, da ist die erste. Ja, die muss ich aber auch nur einmal holen. So. Wenn ich jetzt nochmal das... Wenn ich nochmal hier hin müsste, habe ich die schon geholt. Runter da. Okay. What the heck? Ah, einfach hin und her wechseln. Okay. Gut, leider haben wir... Checkpoint! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja... Sehr gnädig, dass es hier einen Checkpoint gibt in dem Level. Haben Sie gemerkt, dass das doch auch ein bisschen zu schwierig ist? Finde ich gut. Okay. Okay. Also es gibt Checkpoints.
Damit habe ich echt nicht gerechnet, finde ich gut. Okay, hätte sein können, war nix. So, jetzt habe ich vergessen, was das Ding macht, ne? Springt gegen die Wand und dann nach oben. What? So nicht. So funktioniert's nicht. Ah, zu längs. Zu lang. Zu bald. Zu längs, ey. Ah, jetzt kriege ich auch keinen Pilz mehr, na? Das ist natürlich jetzt auch frech. So, du schaffst es nicht auf Anhieb, dann nimm auch kein Power-Up mehr mit. Ah. Okay, das war's wieder. So, ja, wie geht jetzt das hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, ja doch, ich muss auf die... Ja, ich muss auf die Dinger von der Pflanze draufspringen, na? Bruder. Ja, und dann nach... Oh, oh, ja, 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 ja. Und das führt jetzt zur nächsten... Fuck. Das führt zur nächsten Blütenmünze. Ah je. Okay, ich glaube, wir haben es wieder da. Ja. Sheesh. Wow, aber die nächste Stage ist schwierig. Das ist ein schwieriger Abschnitt. So, Achtung. Ah, da kommen zwei Stück. Ah, da muss ich aufpassen. Sehr gut. Haben wir wieder. Prima. Nein, oh Bruder. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus. Okay, da ist die. Wo führt denn dann die hin? Die muss ich gar nicht sammeln, oder was? Bruder. Oh Gott. Ey, wenn ich jetzt einmal getroffen werde, ist es vorbei, na? Oh, meine Güte. Und dann kann ich alles wieder spielen. Bruder, geh weg. Geh weg. Und weil der nächste, die nächste Röhre ist bestimmt wieder ein Checkpoint. Oh nee. Nee, das war's nicht. Oh.
Ja. 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 Oh Gott, gib mir den Checkpoint. Gib mir jetzt bloß ein Checkpoint-Spiel. Spiel, wenn du mir jetzt keinen Checkpoint gibst. Danke. Oh Gott. Okay, cool. Danke für den Checkpoint. Hä, ihr Bruder? Alter, woher soll ich denn wissen, wann ich da springen muss? Oder muss ich einfach draufbleiben, so ein bisschen? Nee, ich muss schon, nee, ich muss da schon weiter. Oh je. Das ist jetzt wieder so ein Problem, weil man nicht weiß, wie man spielen muss. Einfach so spät wie möglich, okay. Ja, und jetzt habe ich... Woher soll ich denn wissen, wo ich hin muss? Bruder! Ja, das, hä? Ich raff nicht, wie ich das... Vorne hat's funktioniert, jetzt nicht. Warum? Ja, und hier... Woher soll ich wissen, wann... Alter! Also beim dritten darf ich nicht mehr... gerade, sondern muss den erstmal ablaufen. Oh nee, ich hab's wieder versaut. Ich muss es... ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden übrigens. Dieses Abzeichen sorgte dafür, dass ich noch in der Luft weiterlaufen kann. Und ich muss bei den Dingen genauso in der Luft weiterlaufen. Na, und dann springen. Und dann geht es ganz automatisch, wie man das will. Aber das muss man halt erst wieder kapiert haben. Ja, das war dumm von mir. Das hätte ich schneller haben können. Ach Gott. So, mein Lieblings-Upgrade. Ich hoffe, dieser Abschnitt verlangt nicht zu viel von mir jetzt. Denn jetzt will das Spiel ja, dass ich es nutze. Bisher habe ich es ja immer als Hilfe genutzt, wenn das Spiel nicht unbedingt wusste, dass ich es habe. Jetzt weiß das Spiel ja, dass ich es habe. Das heißt, das Spiel wird es mir jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Spiel wird es mir jetzt besonders schwer machen, es zu benutzen. Oh, Junge. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Da darf ich einfach runterrutschen einmal. Okay. Gut, aber das wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein hier an der Stelle. Ja, das ist jetzt gar kein Problem mehr. Das habe ich jetzt ja verstanden. Never mind, ich habe es trotzdem verstanden. Auch wenn ich es gerade verkackt habe, ich habe es verstanden. Warum bin ich jetzt wieder zu bald gesprungen? Was passiert, wenn ich Game Over bin? Muss ich dann alles nochmal machen? Oder behalte ich meinen Checkpoint? Ich habe Angst. Das war nicht so gut.
Ich habe Angst, dass mein Checkpoint gleich weg ist. Bruder, Bruder! Wie kann ich denn das wieder verfehlen? Mann, ich hätte mich doch noch retten können. Ist nicht gut. Wir wollen nicht rausfinden, was passiert, wenn wir Game Over gehen, okay? Wollen wir nicht. Wollen wir einfach nicht. So. Oh Gott, die Stelle wieder. Oh, ich wäre von... Och Mann, ich hatte es fast. Okay, jetzt nochmal unsichtbar oder was? Ah, dieses Ding. Natürlich an heißen Teilen, oh Gott. Was sagt der? Erst springen und dann die Rangabfolge. Ja, das weiß ich schon. Aber wie soll ich denn... Wow, what the heck? Nein, oh! Das war die dümmste Aktion, die ich bringen konnte. Heilige Scheiße, war das gerade dämlich. Oh, fuck my life. Oh, war das gerade dumm. Ich bin halt noch komplett irritiert, wie ich das da unten spielen soll, na? Aber wird schon irgendwie. Eigentlich passiert jetzt nicht mehr viel Schlimmes, ne? Ja, das war's. Die Münze, ich brauche Leben. Okay. Ja, ich kann mich erstmal hier ranhängen. Oh! Er bleibt nicht hängen. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Fuck my life. Ah, ich dachte, der bleibt hängen. Bruder. Nicht nochmal. Das ist eigentlich die schwerste Stelle, glaube ich. Von dem Abschnitt. Oh, Bruder. Okay. Ja, jetzt ist eigentlich okay. Der Rest ist jetzt eigentlich okay. Ja, aber jetzt haben wir es wieder. Genau. Okay. So, jetzt einfach keine Scheiße bauen.
Wir warten noch eine Runde. Junge, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, na? Ja, was sagt mir das da unten? Dass ich da irgendwie darüber kann, aber Bruder. Oh, fuck my life. Das ist zu viel für mich. Ja, jetzt muss ich erst darüber und dann dahin. Wenn ich aber an dem Grünen hänge, kann ich da ein bisschen verweilen. Ah, hier kann ich so ein bisschen hin und her. Alter. Und hier kann ich auch, wenn ich merke, ich schaff's nicht, kann ich nochmal runter. Das ist auch sehr gut, dass ich das... Dass ich nicht hier sterbe hier unten, das ist sehr gut. Okay. Okay, das waren wieder drei. Kriegen wir nochmal einen Checkpoint? Nein. Aber wir kriegen jetzt einen unsichtbaren Abschnitt. Aber ohne Checkpoint. Fühle ich jetzt ja nicht so, ne? Okay, da ist die dritte. Okay. Du willst mich verarschen. Jetzt soll ich unsichtbar auf dem Ding entlang. Das schaffe ich niemals. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das war sie dann an der Stelle komplett. Alter, das schafft... Nein, 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 nein. Oh, nee. Also ich sag's gleich, wenn wir Game Over gehen, ist der Part erstmal vorbei. Dann brauche ich Pause. Warum kommt denn diesmal nicht nach dem dritten ein Checkpoint? Warum muss man immer so gemein sein? Oh. Das alles nicht mehr. So, jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt. Ich meine, er war jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann halt da schon schnell sterben, wenn ich mich nicht, wenn ich mich ein bisschen doof anstelle, ne? Wenn ich mich
mich da ein bisschen doof anstelle und nicht weiß, vor allem was kommt, kann ich da schon schnell sterben. Rüber. Okay, wir haben es fast wieder. Weil der andere Teil da oben war nicht so schlimm. Also, sage ich jetzt zwar und dann verkacke ich es vielleicht, aber eigentlich dürfte ich es nicht verkacken. Ja, weil ab jetzt geht es ja nur noch nach oben. So. Okay. Ah, hat nicht gereicht. Ist aber egal, weil ich sterbe ja nicht hier unten. Puh. Aber warte mal, komme ich eigentlich noch höher? Ja, aber da ist nichts. Ja, aber Leute, wie soll ich denn jetzt diesen... Oh. Ich meine das... Es ist ja schon schwer genug, alleine auf dem Ding zu springen. Und jetzt soll ich das auch noch mit dem Unsichtbaren... Ich raff nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin ganz ehrlich. Dann kommt einer entgegen auch noch. Alter, alter, der Abschnitt. Alter, der Abschnitt. Oh, also vor dem unsichtbaren Ding hätte ich echt nochmal einen Checkpoint. Oder. Nein. Ich kann das alles nicht mehr. Habe ich vorhin an der Stelle auch schon gesagt. Oh. Ja, ich verstehe halt wirklich nicht, wie das funktionieren soll. Oh. Okay. Dann sollten wir es wieder geschafft haben bis zum Unsichtbarkeitsteil. Weil, wie vorhin schon gesagt, der Teil hier ist ja nicht weiter schlimm. Na? Ja, der Teil hier ist halt nicht weiter schlimm. Aber das hier... Das hier ist halt... Das hier ist halt der Gipfel. Ich verstehe nicht wie. Nein, 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 nein. Nein.
Nein, wo ist es? Okay. Bruder, 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 Bruder. Oh ja, das war's. Ah, scheiße. Nein, ich will nicht so sterben. Wenn, dann nochmal bei dem Unsichtbarkeitsding, aber ich will nicht so Game Over gehen. Nicht wegen dem Rennabschnitt. Nicht wegen dem Rennabschnitt und nicht wegen dem anderen Abschnitten. Auf keinen Fall. Oh, Bruder. Bruder, oh, das war super knapp. Alter. So, der schwere Teil ist geschafft. Wir sind beim Unsichtbarkeitsteil. Wir bekommen also wieder eine Möglichkeit, auf dem blöden Viech zu reiten. Es tut mir leid, ich fühle absolut nicht, wie ich das schaffen soll. Bruder! Nee. 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 Alter, mit im vorletzten Leben oder so. Keine Ahnung. Oh, ey, das war der schlimm... Alter. Dieses Ende. Dieses Ende. Dieser Unsichtbarkeitsteil. Ey, das geht nicht, Fitner. Dieser Unsichtbarkeitsteil, das geht nicht. Das ist nicht okay. Oh mein Gott, ist das nicht okay. Ein wunderbarer Abschluss. Ist das nicht okay, dieser Teil? Holy shit. Und so leisteten Mario und der Prinz Außergewöhnliches. Sie durchquerten alle Level der Spezialwelt. Du hast enormes Können bewiesen. Um diese Leistung zu würdigen, findest du ein geheimes Abzeichen, das Stimmeffekte-Abzeichen. Was für ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank fürs Spielen. Du bist wirklich wunderbar. Ja, dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Das ist das letzte Abzeichen auf der rechten Seite. Und, Alter. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, wir setzen das gleich mal ein und gehen in die erste Welt zurück. Und gucken mal, was es macht. Guck mal, jetzt ist die Spezialwelt auch abgehakt. Und die anderen Aufsteller kaufen ist mir jetzt ehrlich gesagt Wumpe. Ich meine, wir haben wieder ein paar Münzen zusammen, ne? Ein paar Münzen haben wir wieder zusammen, aber bei weitem nicht genug. Ja, einen kann ich kaufen, so.
Prima. Nein. So, gehen wir in irgendein Level rein und gucken, was das Abzeichen macht. Irgendein normales Level. Großartig. Alter. Wenn ich so spielen müsste die ganze Zeit, ich glaube, ich würde mich jetzt einweisen lassen. Alter, wenn ich so die ganze Zeit spielen müsste, ich würde mich sowas von einweisen lassen, ne? Aber es ist eine lustige Idee. Aber das Schlimme ist ja, durch dieses Abzeichen kannst du ja kein anderes tragen. Also du kannst ja nicht diesen Effekt haben und den Drehsprung zum Beispiel. Weil der Drehsprung ist ja auch ein Abzeichen, ne? Ja. Das war's dann auch dazu, ne? So, was für ein Signal bekomme ich, wenn ich ins Ziel gehe? Gar keins mehr. Okay. Dann haben wir, glaube ich, jetzt mehr als genug von Mario Wonder gesehen. Ich werde nicht mehr alle Abzeichen kaufen. Ich glaube nicht, dass es da noch irgendwas Spezielles für gibt. Sollte es noch eine ganz krasse Geschichte geben, schreibt's mir. Dann holen wir das nach. Aber ich fühle nicht, dass das sinnvoll ist. Na, wir haben alles abgeschlossen. Wir haben alle Medaillen, glaube ich. Wobei, wahrscheinlich gibt es dann auch mal für alle Abzeichen nochmal eine Medaille. I don't care. I don't care. Ganz, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, wo ich Medaillen sehe. So. Wahrscheinlich beim Titelbildschirm sehe ich die wahrscheinlich gleich. Gehen wir mal zum Titelbildschirm. Ich denke, es reicht. Ich denke, wir haben genug von dem Spiel gesehen. Wir haben eigentlich... Ja, wir haben alles gespielt, was... Ja, guck. Eine Medaille fehlt und das ist die für alle Abzeichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das wäre jetzt nur nochmal Blutmünzen grinden. So, ich glaube nicht, dass das noch irgendwas Spezielles bringt. Von daher belassen wir es dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerade das letzte Level, Hilfe. Wobei, es war alles okay, bis auf den Unsichtbarkeitsabschnitt. Der hat mich gebrochen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.